Am frühen Dienstagabend ist über Beirut die Katastrophe hereingebrochen und es waren auch Bremer dort, als es passierte. Mindestens 50 Leute darauf draufgegangen sein. Sehr hohe Feuerwehr, Polizei, die Armee rückt gerade an. Binan yaklaşık 10 dakika mesafedeydik. Wir haben auf einmal einen Knall gehört, sind wir rausgerannt und hinter uns sehen wir einen riesen Rauch. Also ich kenne das nur aus dem Fernseher. Ich habe sofort angefangen zu handeln. Ich war im Zug, habe ein Video gemacht, ein Selfie-Video. Wie ihr gerade mitgekriegt habt, gab es ja schwere Explosionen, gerade in Beirut, im Libanon. Unsere Team ist vor Ort, denen ist Gott sei Dank nichts passiert. Auch dort werden wir versuchen zu helfen. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir werden aber gucken, ob wir auch Operationen bezahlen können, ob wir Häuser instand setzen können, ob wir Wohnungen instand setzen können und solche ähnliche Aktionen. Wie gesagt, man muss vor Ort reingehen, muss man gucken und dafür braucht man ein gewisses Fingerspitzengefühl. Kein Haus binnen 4 Kilometer, kein Schaden. Teilweise sind manche Häuser sogar unbewohnbar. Das bedeutet, dass die Leute demnächst haben, wegen der Corona-Krise, wegen der wirtschaftlichen Krise. Die Situation ist katastrophal hier. Spendet Geld, damit man hier vor Ort Menschen was kaufen kann, damit die selber Gerätschaften bekommen, arbeiten können, ihr Geld auch viel verdienen können. Schaut euch das an. Es ist komplett rausgesprochen. Wohnen hier auch andere? Wie viel kann man selber zusammen im Humble Benet oder? Hier in Afrika. Eine Familie. Können wir auch gleich hoch, oder? Ja. Salam alaikum. Salam alaikum. Was? Alles provisorisch herstellen und auch die finanziellen Mittel nicht dazu. Ich habe Großfamilie. كم ولد في عندك بالبركة؟ يعني ثلاث بنات صبي وأمهم. ein Mädchen, ein Junge und die Mutter. Okay, wie ist er? Electric man.
هذا كهربجي اجى الكهربجي علالي شوي كابلات بده يشتغل كمان جوا فيها مرة هاي شارع جميل هي دي قاعدة في خايف بنيجي نهلفة انا هربي دارين تاي وين دارين هربي تاي ما في مشكله يعطيك العافيه حبيبي الله يعطيك العافيه يا هلا مي رايس نودل لينزن ist das linsen nicht kenne mir nicht aus noch nie mein leben gekocht kann ja nicht kochen und weiteres. Aras. نحن اقل الناس. لا لا. نحن احلى الناس يا خالد. جميل هاي شو اسمك بس صلى صلى على حبيبي. انت عرس. يلا. Hier ist ein weiterer Haus, was wir begutachten. Seine Familie musste ausziehen aufgrund von Gesplitter. Es ist komplett auf die ganzen Möbel gekommen. Ihr seht auch überhaupt die Verhältnisse, die lebensnormalen Verhältnisse. Und auch diese Familie werden wir unterstützen, mit eurer Unterstützung, dass die neue Fenster und Türen kommen, dass die Familie wieder hier einziehen kann. Verhältnisse. Durch die Explosion haben auch die Wände sind aber scharf bekommen. Die gewisse Scheiben. Die lebensnormarme Verhältnisse kommt das noch dazu. Der Nachbar wird alles sehen. Ich habe das Gefühl, dass befinde ich mich in einem Kriegsgebiet. So schlimm sind die ganzen Gebäude aus, wo wir waren. Ich habe das Gefühl, dass befinde ich mich wirklich in einem Kriegsgebiet. Überall Scheiben kaputt, überall Türen kaputt. Es gibt kaum jemanden, dessen Wohnung keinen Schaden abbekommen hat. كم ولد في عندك انت؟ انا عندي ثلاث اولاد. ثلاث اولاد ايه. و بتشتغل شيء؟ انا عاطل عن عمل اهلي، امريك اثنين مكسرين. مصاري ما في، اذا في مصلح لك عايشين هلا بالجامع مأخذين الاولاد لانه ما بيتسكن بالبلد. دي هام كان جلد كن مومنتان اوخ نيشت ان ذا فونونغ ليبن، فونونغ ديسهالب ليبن مومنتان ديسفيجن ان ذا موشي. So, die nächste Runde wird auch schon zusammengepackt. Wir werden das dann nachher nochmal verteilen.
So, weil er sich sehr erschöpft fühlt, kriegt er jetzt von unserem Doktor, vor kurzem noch ein Taxifahrer war. Der war vorhin Taxifahrer, jetzt ist er ein Doktor mittlerweile, kriegt eine Spritze verpasst. Ah! Kalas? Gut. So. No Corona? No Corona. Gut. Unsere Doktor, wie ist er? Doktor. Anna bei Ayas, Sophie, gut. Ihm ging die Erschöpfung gerade jetzt in Spritze. Ja. war gut. War schon. Gut. Alhamdulillah. Alla Doktor. Doktor. Professor oder Doktor? Temenesene Europa. Europa. Doktor from Europa. Weitere Lebensmittel werden im Gegenzug von Coupon ausgeteilt. Es wird hier alles zusammengepackt, alles eingepackt. تتم بلا كلينكس علي تتم بلا كلينكس خلص Also unsere Fahrer macht sich Sorgen wegen Covid-19, ist ja in Libanon ausgebrochen. Ist ja heute sehr vorsichtig. عم بيقول شرح له الموضوع ليه بضلك حاطط الماسك وشو هو الوضع باللبنان كرمال الكوفيد الوضع لبنان هلا نحن ausgebrochen jetzt sieht was dazu الوضع استثنائي هلا كل مين عم يزيد الحالات يعني وزارة الصحة تطلب المواطنون ياخذوا الحيطة والحذر Also unsere Fahrer hat es jetzt extrem eilig. Und er denkt, er ist jetzt Michael Schumacher. Schumacher. Auf dem Wege Wohnungen begutachten, die von der Explosion betroffen sind. Ist jetzt fast jetzt hochgelaufen, aber das ist doch hier. Salam alaikum. Bismillah. Weitere Wohnungen, die wir gerade begutachten, die durch eine Explosion die Scheiben kaputt bekommen haben. Sieh dir. Hier ist die Tür auch, Türrahmen auseinandergegangen.
Wie viele Kinder leben hier? Polsche denn? خلاص روح يقولوا انا هلا راح يصلح حاله صاروا يعرفوا فجاتهم ثاني شويه يجي تشوف في دي لوت فيها فشتت اما دي مش نوخ فشتت بس مش صعبه دي دوتا معي جول حبيبي بابا في مجنون بدي شو كذا بتحكي مع ابو ده حجه ما في مشي حجه يوم ما بون حجه ما في مشي بون بون والله حجه احمد بونت بونت شباب بونت شو امبارح Buraya Ayhan, kannst du noch mal die Situation erzählen, wie das passiert ist, was das für, dass es dann unmittelbar René passiert? Was für ein Gefühl war das für dich? War sehr, sehr, sehr schlimm. Haben halt gehört, erste Flugzeug und nach ein paar Minuten halt das zweite und es war richtig, richtig tief. Also man hat gehört, so Geräusche noch nie so passiert, nicht mal 1982. Und dann kam diese richtige Bombe im Hafen und dann ist alles, da haben wir nichts mehr gewusst. Was passiert und so, ist alles Glas und Türe auf der Straße, bei uns, das ist überall und so. Und dann haben wir gehört, halt, ja, das ist passiert im Hafen, bei uns in Libanon. Was war 1982 genau, wenn Leute das nicht wissen? Israel, wo haben sie die ganze Libanon. Das war schlimmer als 1982. Also der sagt 1982, wo Israel den Libanon angegriffen hat, diese Explosion war schlimmer als da. So schlimm war das. Sehr sogar, ja, sehr schön. Was habt ihr, Angst gehabt um eure Familie? Natürlich, natürlich. Da waren die Leute auf der Straße mit Blut, Kopf da, Handy da. Nach 5 Minuten bin ich mit dem Roller, mit dem Motorrad nach dem Hafen. Da habe ich Leute gesehen auf der Straße, Kopf da, mit Auto, die blühten noch. Ist sehr, sehr, sehr schlimm. Die Autos rechts und links. Also Katastrophe. Sowas haben wir noch nie erlebt. Noch nie gesehen sogar. Noch nie wirklich. Also, ja, bist du. Es ist sehr schlimm. Wie alt bist du, Bruder? Bitte? Wie alt bist du? 49. 49 hat man eigentlich eine gewisse Reife, gewisse Alter, gewisse Erfahrung. Und wenn das ein 49-Jähriger sagt, der schon einiges erlebt hat, dass er sowas noch nie gesehen hat, dann vermute ich auch, dass das ganz, ganz schlimm war. Wir haben das natürlich auf die Bilder gesehen. Wir wünschen euch Erfolg, wir wünschen den Libanesen sehr viel Geduld, sehr viel Zusammenhalt, dass sie in dieser schwierigen Lage die zusammenhalten können und diese schwierige Lage überwinden können. Das nächste Problem, er ist auch noch Polizist geworden. Polizei! Ja! Polizist ist auch noch geworden, das hat noch gefehlt. Fehlt nur noch, dass er Feuerwehrmann wird. Dann haben wir alles. Doktor, was ist das? Oh nein, schmeckt. Schmeckt noch gut? Noch gut. Noch essen. Wow. Ah. Wow. No good. No good. China. 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 Wir sind dabei, hier Spielzeuge für die Kinder zu kaufen.
Das sind meistens ja die Menschen, die am meisten traumatisiert sind von den ganzen Geschichten. Und die werden wir hoffentlich was Gutes tun. Danke für eure Spenden. So, unsere Fahrer ist dabei, die Spielzeuge hier noch mal zu sortieren. Ich bitte dich, Bruder. Ich liebe dich, Bruder. Achi? Ich bitte dich, Bruder. Bruder. Habibi, Bruder. Jun Galbi. Jun Galbi. Albi, Albi, Ayuni. So, wir führen jetzt hier weitere Verteidigungen. Da sind arme Verhältnisse. Schaut euch das mal bitte an. Mohammed. Mohammed Jamal Ali. Mohammed Jamal Ali. Basim. Mohammed Basim. Schwer. Isa, ein Junge, Isa. Ma fi al Sami, ma rah yitla'u kullayatum. اسمعني لأنه هوني بكتلوني فيه أنا عم بقرالهم ليه ما حطي ما أنا Also, der ist jetzt ein Hausmann geworden und hat Waschmaschine. Wie viele Gänge? Ein Sabun. Hat mehrere Gänge gewaschen.
Das war die Waschmaschine jetzt. Jetzt. Sehr heftige Nacht vor uns. Wir fliegen jetzt nach Mogadischu, beziehungsweise in 4 Stunden. Es wird wahrscheinlich nicht geschlafen. Wenn alles nach Plan geht, landen wir morgen in Mogadischu. Hier wird unsere Arbeit weiterlaufen im Libanon. Das Team wird 30 bis 60 Wohnungen, dessen Fenster und Türen kaputt sind, neu beschmücken. Und wir werden morgen unsere Waisenhaus besuchen und unsere Arztpraxis. Unterstützt uns bitte weiter. Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss und Salam alaikum.